Hallo und herzlich willkommen zur Dezemberausgabe von Polaris. Ich bin Antonia und begleite euch durch die letzte Sendung dieses Jahres. Zurzeit gibt es ständig Demonstrationen und Gegendemonstrationen. Wir von Polaris haben von einer Aktion erfahren, die Patrick Schwemmer ins Leben gerufen hat. Nach den Anschlägen in Paris hat er das Bedürfnis, eine Menschenkette für Frieden und Toleranz zu organisieren und damit für eine offene Gesellschaft einzutreten. Jamie und Philipp haben sich mit ihm unterhalten und die Veranstaltung begleitet. Ich habe am Freitag war ich bei einem Freund, da habe ich das Spiel zufällig angeschaut und habe das mit Paris mitbekommen. Und ab da hatte ich irgendwie das Bedürfnis, dass man was machen muss. Ich möchte ein Zeichen setzen, dass wir als Volk niemanden ausgrenzen dürfen, weil ich einfach zeigen wollte, hey, die Menschen sind nicht alleine, wir sind ein Volk, wir müssen was tun, nicht nur Polizei, Politiker etc. Und ja, da kam mir eine Menschenkette in dem Sinn erstmal in den Kopf. Wir müssen unsere Kultur schon bewahren, das ist mir klar. Aber wir müssen auch andere Kulturen akzeptieren und auch fördern. Wie langweilig wäre denn Deutschland, wenn hier nur Deutsche leben würden? Ja, ich musste das Ordnungsamt anrufen, natürlich, dass ich eine Genehmigung habe. Habe mich im Vorfeld über andere Demonstrationen erkundigt, die an dem Tag stattfinden. Mit der Polizei habe ich mich kurzschließen müssen wegen Sicherheitsmaßnahmen. Dann habe ich noch Flyer gedruckt. Ich habe natürlich diese Facebook-Aktion, die öffentlich war, ins Leben gerufen. Beim Flyer austeilen hatte ich viel Hilfe, muss man sagen, und beim Drucken. Also Parteien habe ich deswegen mich nicht hingewendet, weil ich einfach zeigen will, dass wir als Volk auch ohne Partei was schaffen können, ohne irgendwelche Unterstützung von außen. Ich wollte einfach zeigen, dass man auch persönlich was machen kann. Dass man persönlich was schaffen kann, auch wenn man allein ist, dass man viele Unterstützer bekommt, die der gleichen Meinung sind. Mir ist einfach wichtig zu zeigen, dass Integration in unserer Bevölkerung eine wichtige Rolle spielt. Salafisten versuchen, die Menschen zu erreichen, die wir ausgrenzen. Wir dürfen die Menschen nicht ausgrenzen, egal wo sie herkommen. Sonst passiert eben sowas wie in Frankreich. Leider haben sich nicht so viele Leute beteiligt. Was wohl daran lag, dass die Zeit zur Organisation, zum Zusammentrommeln der Leute ziemlich kurz war. Trotzdem eine super Aktion. Ihr ahnt es schon, jetzt kommt die Musikbox mit Sami. Zu Gast sind heute die Musiker von The Linskys. Ihre Musik ist ein melancholischer Mix aus Gesang, Piano und Gitarre. Hier sind wir wieder mit einer neuen Ausgabe der Musikbox auf Polaris. Heute mit The Linskys, das sind Yannick und Stefan neben mir. Die beiden haben auch ganz frisch eine CD mitgebracht, mit 5 Liedern, wie ich sehe. Könnt ihr vielleicht gleich zu Anfang ein bisschen erzählen, wie ist es zu diesen Liedern gekommen, um was geht's? Sehr interessante Frage. Die Lieder sind in einem unserer größten Songschwünge entstanden. Es war ungefähr vor einem Jahr, als wir angefangen haben. Und im Februar haben wir uns dann mit einem Kumpel getroffen und das einfach mal aufgenommen. Wie seid ihr zueinander gekommen? Wie hat's gefunkt? Na, wir kennen uns ja eigentlich schon ewig. Wir haben uns nur dann mal 2 Jahre ungefähr nicht gesehen. Dann sind wir uns mal wieder über den Weg gelaufen und haben gemeint, hey, lass mal Musik machen. So ungefähr. Und das hat super funktioniert. Und wie entsteht jetzt also der einzelne Song? Setzt ihr euch tatsächlich zusammen, das ist auch schon was von Songschwung erzählt. Da passiert anscheinend was dann am Stück. Sind das Probeabende? Ja, also meistens läuft es darauf hinaus, dass ich einen Text schreibe. Und wenn das mal wieder soweit ist, dann schicke ich dem den Yannick. Und er überlegt sich im besten Fall schon eine Melodie auf der Gitarre. Und dann hocken wir uns zusammen und schreiben noch ein Klavier dazu. Ja, ihr habt noch auf jeden Fall einen Song für uns live dabei. Mhm. Kannst du mir dazu noch mal was sagen? Der Text ist entstanden, da war ich 17 oder 18 und am Ende einer längeren Beziehung, und in dem Song geht es auch ums Schlussmachen. Genau, der Song heißt Annie, den wir dann performen werden.
Und das ist eins der Stücke, die wir ohne Klavier geschrieben haben, deswegen bietet sich das natürlich heute an. I'm too searching for a helpful healer. I can't continue in this way. I'm sorry, no, but I cannot stay. Just don't love us anymore. Just don't love us anymore. We just don't love us anymore. Ihr wollt noch mehr über die beiden und ihre Musik erfahren? Dann guckt doch einfach auf ihre Homepage www.thelinskys.com. Wir kommen zum Thema, das momentan die Nachrichten beherrscht. Wir wollen uns allerdings nicht an der aktuellen Flüchtlingsdiskussion beteiligen. Nein, wir wollen euch einen ehemaligen Flüchtling vorstellen, der vor fast 20 Jahren nach Deutschland gekommen ist. Rauand Taleb ist Schauspieler, lebt seit einem Jahr in Berlin und hat seine große Rolle im Tatort gehabt. Jetzt habe ich mich mit ihm getroffen und über seine Kindheit, seine Flucht und seine künstlerische Aktivität gesprochen. Sag mal, du bist doch als Flüchtling nach Deutschland gekommen. Wie war das damals, wann und warum bist du denn aus deiner Heimat geflohen? Also ich bin 98 aus dem Irak, also ja, aus dem kurdischen Gebiet quasi geflohen nach Deutschland und ich weiß, glaube ich, gar nicht mehr so, wie lange die Flucht ging. 3 Monate, denke ich, geschätzt, ja. Und dann ja, waren wir in Deutschland. Ich weiß nur, dass wir im im Asylantenheim waren und ich mich ziemlich wohl gefühlt habe. Ich weiß nicht warum, aber ich habe mich wirklich sehr wohl gefühlt. Die haben uns mit Spielzeugen besättigt und wirklich, jetzt, ja, also herrlich einfach, herrliche Zeit, glaube ich, war das, ja. Gespielt, vergessen, alles die Zeit und die Flucht. Und was hast du dann dafür getan, Schauspieler zu werden, als du in Deutschland warst? Ich habe eine Schauspielausbildung gemacht. Eine ganz normale Schauspielausbildung auf einer privaten in Nürnberg. Der Grund, ich kann das schon mal gleich loswerden, der Grund, warum ich Schauspieler geworden bin, ist, weil ich ganz gerne meine Flucht verfilmen möchte. Als wir vor 12 Jahren nach Deutschland kamen, war für uns erstmal alles fremd. Du hast ja selber mal einen Film über Flüchtlinge gemacht. Was war da so die Motivation dahinter? Das war im Rahmen der UNHCR, die eben Geburtstag hatte, 60-jähriges Jubiläum gehabt haben. Und die haben dann gesagt, wollt ihr nicht so einen Film machen über, ja, wir trommeln da ehemalige Flüchtlinge zusammen und die erzählen mal über die Flucht und wie sie hergekommen sind, wie sie sich jetzt fühlen. Nürnberger seit 17 Jahren so. Da sind sie länger Nürnberger als ich. Und dann hat sich das einfach so ergeben. Wir kannten uns alle nicht und wir haben uns aber dann kennengelernt durch den Film natürlich. Ich besuche derzeit die Schauspielschule in Nürnberg. Ich mache meine Ausbildung als Schauspieler. Er war doch Ihr Freund. Das wissen Sie doch bereits. Und wann haben Sie ihn das letzte Mal gesehen? War denn das, nachdem du bisher ja eher so kleinere Filmprojekte gemacht hast, dann auf einmal so ein großes Projekt wie beim Tatort dabei zu sein? Als ich die Zusage bekommen habe, ich wohne in einer WG und da habe ich meinem Mitbewohner davon erzählt, dass ich beim Tatort spiele. Und der war völlig aus dem Häuschen und er sagt, krass, echt, beim Tatort, boah, hätte ich nicht gedacht, wie, wirklich, welcher Tatort denn? Weil er ist ein Tatortgucker und ich wusste nicht bis dahin, dass der Tatort wirklich ein Kultfilm ist in Deutschland. Das wusste ich zum Beispiel. Ich weiß, es war alles Abbys Schuld. Abby! Where's my brother? We are brother and sister, not lovers. Leave my family alone. Als ich dann die Zusage bekommen habe, ging es relativ schnell, da habe ich mich auf die Rolle vorbereitet. Die Rolle verlangt auch schon einen bestimmten Akzent zu sprechen. Das ist ja nicht nur Hochdeutsch zu sprechen, sondern auch so Syrisch, Englisch. Navid, sag was.
Sag was, komm. Ganz ruhig. Atme tief. Okay? Ganz ruhig. Tief atmen. War schon ziemlich krass, auch mit so einem Team zu drehen, auch vor allem, weil es halt professionell ist und alles dann so getimed und die lassen sich dann einfliegen, kümmern sich um dich und kriegst Hotel, alles. Also, du hast auch Urlaub so ein bisschen. Ne? Also Drehfreizeiten, wo du nicht drehst, da konnte ich mir schön die schönen Berge von Schweiz angucken. Und was sagst du dann zur aktuellen Flüchtlingssituation in Deutschland? Im Gesamten kann ich sagen, dass Deutschland uns früher geholfen hat, dass ich die Chance hatte, mich hier zu integrieren, hier auf die Schule zu gehen. Und die Chance hat auch, glaube ich, ein ganz normaler Asylant, der nach Deutschland kommt. Keine Ahnung, wie es mit den Papieren wird, aber jeder hat das Chance, hier in Deutschland für seine Bildung zu kämpfen. Die wird er auch bekommen. Rauand hat in der Zwischenzeit die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen. Dafür musste er allerdings in ein anderes Bundesland ziehen, weil es in Bayern viel schwieriger gewesen wäre. Seine Familie, seine Eltern und seine Geschwister sind mittlerweile in den Irak zurückgekehrt. Ihr Heimweh war wohl zu groß. Und so bleibt Rauand wohl der einzige seiner Familie, der in Deutschland bleibt. Mir bleibt nur noch, euch einen guten Rutsch und ein gesundes neues Jahr zu wünschen. Bis ins Jahr 2016.